Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Gottes Segen möge in allen deinen Lebensbereichen einkehren. Mögest du seine Verheißungen leben, so wie für dich vorherbestimmt. Teil 3. Gottes Verheißungen leben, seine Versprechen empfangen. Und ich möchte dir aus Josua 1 etwas vorlesen. Vers 1 bis 3. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Weißt du, es geht darum, dass du verstehst, dass die Kinder Gottes verstehen, dass es nicht darum geht, dass Gott uns alles vor die Füße legt und dass er sagt, es ist alles in Ordnung, du kannst auf der Couch sitzen bleiben und du musst nichts tun. Du darfst in dieser Welt verharren, alles so weitermachen, wie du es gewohnt bist und ich werde dich segnen. In einigen Lebensbereichen funktioniert das. Jedoch ist es so, dass wenn Gott uns in etwas Neues hineinführt, etwas Altes zuerst beendet bzw. losgelassen werden muss. Schau, wenn du etwas aufheben möchtest, funktioniert es nicht, wenn du volle Hände hast. Du musst deine Hände öffnen, musst loslassen, was darin liegt, um etwas Neues, Wundervolleres aufheben zu können. Und es geht auch darum, dass du in all deinen Aspekten den Jordan überquerst. Hier steht geschrieben, das ganze Volk, du und dieses ganze Volk soll in das verheißene Land gehen, den Fuß darauf stellen. Das heißt, das bedeutet, dass du mit all deinen Anteilen, das Ganze in all deinen Aspekten in das Neue einkehren sollst. Du sollst deinen Fuß auf dein Erbe stellen. Und während du den Jordan überquerst, während du ins Neue hineingeführt wirst, musst du dein altes, bekanntes Leben eben loslassen. Du musst eine Überquerung in dein Erbe hineinmachen. Wir sprachen in den vorangegangenen Andachten über die Voraussetzungen, die Verheißungen, die Versprechen Gottes, die Versorgung Gottes zu empfangen, zu leben. Denn viele Menschen sagen, ich tue doch und ich mache doch, ich bete, ich habe eine Beziehung zu Gott. Irgendetwas fehlt noch, weil ich führe ein Leben, welches mehr herausfordernd ist, als es schön ist. Ich habe keine Freude mehr. Und Freude, Glück, Frieden und all diese Dinge, Versorgung, sind Verheißungen Gottes für unser Leben. Du hast das legale Recht, du hast das absolut legale Recht und das geistige Recht, dein Erbe anzutreten. Nun geht es nur darum, dass du in ein neues Leben eintrittst. Die Bibel ist voll von Anleitungen, wie das alles funktioniert. Und ich möchte einmal eine Zusammenfassung für dich geben, sodass du verstehst. Denn ins neue Land einzukehren bedeutet, dass man auch Unsicherheiten hat. Man hat Angst. Sicher hast du Zweifel, wenn Gott zu dir sagt, packe deine Koffer, es geht nun auf für dich. In eine wundervolle Reise, du sollst dein Erbe antreten. Ich möchte allerdings, dass du alles hier lässt, weil es erwarten dich viel wundervollere Dinge da, wo ich dich hinschicken werde. Wenn Gott dir sagt, ich möchte, dass du deinen Job verlässt, weil ich etwas viel Besseres für dich parat habe. Wenn Gott dir sagt, tu diese Dinge nicht mehr, die du gerade tust, weil du dem Geld dienst, dann ich habe viel Besseres für dich geplant. Ich werde dich versorgen, wenn du auf mich hörst. Ich werde dich heilen, wenn du mir vertraust, wenn du die Heilung Jesus annimmst. Und doch ist es für viele Menschen aufgrund der großen, starken Indoktrination in dieser Welt so schwer, dies zu glauben. Doch, wie geschrieben steht, nicht nur in Jakobus, aber diese Stelle zeigte mir der Herr, die ich dir vorlesen soll. Jakobus 1,
Vers 6 folgend. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Verstehst du? Gott fordert uns auf, zu glauben und zu vertrauen. Mehrfach wird uns gezeigt und wurde uns gezeigt und zeigt Jesus uns, dass er aus dem Glauben heraus Dinge tut. Er ließ Petrus übers Wasser laufen, doch Petrus fing an zu zweifeln, weil eine große Welle auf ihn zuschlug und ging unter. Jesus zog ihn aus dem Wasser heraus und sagte, der Glaube ist das Problem. Der Glaube. Ihr glaubt nicht, ihr Kleingläubigen. Und so ist es hier auch. Denn in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also, wie ich schon in der vorangegangenen Andacht sprach, der Heilige Geist, den du empfangen sollst, vereint mit deinem Glauben. Die Bereitschaft loszulassen, die Bereitschaft Gottes Wunder zu empfangen, doch gleichzeitig auch etwas zu tun, gleichzeitig auch bereit zu sein, aus der Komfortzone herauszukommen und zu kämpfen. Denn wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Römer 8, Vers 17. Das ist so aufregend, das ist so wundervoll, was hier für uns getan wurde, was Jesus für uns getan hat. Doch es geht um die Bereitschaft loszulassen. Die Zusammenfassungen, die Punkte, die ich dir in den vorangegangenen Andachten gab, zusätzlich mit der Bereitschaft, wahren Glauben zu leben, an der Hand Jesus durch geteiltes Wasser zu gehen, denn er lernt dir, auch übers Wasser zu gehen. Die Bereitschaft auch zu kämpfen, standhaft zu sein in der größten Bedrängnis, nicht zu wackeln, weil du andere Wege gehen wirst, als es Menschen in deinem Umfeld tun. Die Masse, und das hat auch Jesus uns gesagt, die dem breiten Weg folgt, dem Weg der Verdammnis, die wird nicht erkennen, welche Befreiung in deinem Weg liegt. Aber wenn du den Ruf Gottes hörst, wenn du spürst, dass du ein Kind Gottes bist, dann steht dieses Erbe für dich bereit. Und dann geht es darum, dass du bereit bist, dein altes Leben, deine Prägungen, all das, was diese Welt in dich hineingepackt hat, was du zu tun hast, wie du zu sein hast, was du zu tun hast, um zu überleben, all das sollst du vergessen. Die Welt soll aus dir heraus sterben. Du sollst dein neues Leben leben, mit der Bereitschaft, alles Alte loszulassen. Und ich sagte dir bereits, wenn Gott Ordnung schafft, dann mag dir das vielleicht im ersten Moment nicht gefallen. Er mag auch Aspekte und Dinge in deinem Leben aufräumen, bei denen du bisher nicht bereit warst, hinzuschauen. In denen du noch Kompromisse eingegangen bist und gesagt hast, naja, es ist ja gar nicht so schlimm. Aber Gott macht eine vollkommene Ordnung. Er stellt vollkommen her. Und hier ist es wichtig, dass du aus dem Weg gehst. Morgen geht es weiter mit Teil 4. Doch lass uns nun gemeinsam beten. Schau zum Himmel, richte die Hände gegen Himmel. Fühle die Präsenz unseres Vaters, fühle die Präsenz Jesus. Und sprich zu ihnen. Denn sie sind so lebendig und real, viel realer als diese Welt, in der wir uns noch befinden.
Gott Vater. Mehr und mehr komme ich nun zu dir. Jeden Tag fühle ich deine Nähe ein Stückchen mehr. Und jeden Tag kann ich mehr annehmen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Jesus, ich liebe dich. Ich fühle dich. Und ich erkenne dich an als das, was du in meinem Leben sein willst. Der Erlöser, mein Retter, mein Heiler. Die Führung, mein Schutz. So hilf mir, übers Wasser zu gehen. Hilf mir, weiterzugehen, den Jordan zu überqueren und mein ganzes Leben soll in der vollkommenen Ordnung Gottes sein. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.